So, da sind wir wieder. Le Monsieur Giraffe haben wir platt gemacht. Aber wir müssen gegen ihn noch... was mache ich denn hier? So, wir müssen gegen ihn noch den obligatorischen Hürdenlauf bestehen. Da ist er. Der Hürdenlauf gegen... Ich habe schon wieder falsch Knopf gedrückt. Hürdenlauf gegen Monsieur Giraffe. Was nehmen wir da? Irgendwas Flinkes brauche ich da wieder, ne? Beschleunigung. 10, 8, 8, 10, 10, 19. Guck mal, 19. Ne, stimmt gar nicht. Das Geschwindigkeit ist 19. Beschleunigung ist 8. Moment, muss ich nochmal gucken hier. Beschleunigung 9. Beschleunigung 10. Beschleunigung 8. 8. 10. Haben wir irgendwas, was besser ist als 10? 15. Aber das ist auch so ein... Ja, toll. Das ist doch so ein Schlopp, oder nicht? Hinterlässt eine Spur. Guck mal, wie der geformt ist. Beschleunigung 13. Beschleunigung 13, 18. Beschleunigung... Oh, nehmen wir... Das ist schwierig zu steuern, glaube ich, ne? Probieren wir es aus. Die Steuerung wird es, die so schwierig ist. Ah, ah. Komm schon. Ja, ich bin wieder an Land. Oh, kacke, jetzt wird's aber hier. Jetzt muss ich erstmal in die Bahn wiederkommen hier. Whoa! Komm. Wenn ich erstmal auf Vollspeed unterwegs bin. Guck mal, das ist hier wie bei Mario Kart, ne? Da gibt's auch diese bei den... Mit dem Dünen-Level gibt's das. Komm schon, mit Speed! Ja, follow! Guck mal, so geht's ab hier. Nein, brems. Komm, spring rüber! Ah, schade. Also, wenn er erstmal auf Speed ist, ne? Wenn er erstmal so eine Rollbahn gefunden hat, sag ich mal, ne? Dann ist das hier schon ordentlicher Cavello, ne? Aber bis dahin... Ui! Das habe ich missverstanden. Ich dachte, ich könnte irgendwie anders... Naja. So. Oh, jetzt ist ungünstig, wie er jetzt gerade liegt. So, jetzt liegt da flach auf dem Boden. Ich komm nicht. Ich liege auf dem Boden. Ich komm nicht mehr rauf. So, jetzt aber. Komm schon. Lass dich nicht so liegen. Oh! In die Kurve geschlängelt. Mal hier mit Kurvenlage wie beim Motorrad. Weg da, fette Kuh. So, hier Innenkurve. Oh, da ist der wieder. Ach, oh nein, jetzt habe ich mich auch noch hier lang gemacht, Alter. Ja, Cloud, er wird davon nicht bezogen? Was? Das ist Betrug. Das ist hier Vetternwirtschaft. Die Rindviecher untereinander. Egal, ich bleib bei meinem Konzept mit dem rollenden Donut. Ich wette, da stimmt mir auch der ein oder andere zu. Und, ja, okay. Einfach mal durch, ne? Kann man mal machen. So, hier mit stabiler Kurvenlage sauber durch. So, jetzt hier mit Schwung und Schmackes. Oh nein! Oh, mit Schwung und Schmackes in die Dünen und hey! Ich jetzt doch noch. Was ist das denn? Wieso hat der mich denn jetzt so liegen lassen hier? Das ist doch schon wieder Betrug hier. Boah. Nein, das gibt's nicht. Ich komme nicht gegen an. Oh Mann. Das ist doch nicht fair. So. Mach kaputt, was dich kaputt macht. So sieht's nämlich aus, Leute. Ja, hat dir nichts gebracht hier. Blödes Kackvieh. Oh, oh. Ja, das Elefant alle ist er da. Mit Schmackes darüber und viel zu weit drüber. Und ja, ich schaff's aber noch ins Ziel. Bin ich Erster? Ich bin immer noch Erster. Okay, gut. Dann muss ich jetzt erstmal. So. Muss ich jetzt meinem Erster sein erstmal frönen. Und. Ich sehe das Ziel schon. Ich hab's schon vor Augen. Aber ich habe noch eine. Serpentinenfahrt vor mir. Hier stark durch die Kurve. Und bremsen und hier auch nochmal durch die Kurve. So.
Und hier nochmal bremsen. Und jetzt genau darauf achten, wann denn der lustige Heini hier springt. Nämlich gar nicht. Haha, und jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Whoopie! Sehr gut. Runde 2 habe ich ehrenhaft gewonnen. Gegen Monsieur Giraffe. Hui. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ah, sauber die Kurven nehmen hier, schön Slalom. Ah, gleich kippt der Stein um. Ups. Rein ins Gemächt. So, oh. Komm schon. Ja, ich bin noch im Spiel. So. Jetzt hier rum. Oh, das war ein bisschen... Oh, das war aber knappe Geschichte. Ui, nein. So. Oh, das war... Nee, so war das jetzt aber nicht gedacht hier. Ich wollte eigentlich... Da wollte ich ran. So. Dem zeigen wir, wer hier der Donut ist. Ich höre hinter mir schon das Gerödel und Gerölle. Da ist hinter mir schon was los. Nein, auch. Ich bin Zweiter. Aber ja, er ist direkt vor mir. Ich habe noch Chancen. Auf die erste Schaft. Weg da, du dicke Kuh. Meint ihr, wenn ich sie so fies beleidige, dass... Oh nein, das rächt sich. Das ist Karma. Aber ich bin doch noch im Spiel. Guck doch. Oh, komm. Komm schon. Roll. Jawollo. spannend war das aber. So, ein letztes Mal heißt es. Donut gegen Euter. Und ja, ich gebe... vollkommen recht, dass das jetzt unüberlegt war. Sehr unüberlegt. Ach, komm schon. Ach, da leck mich doch. Ach, die dicke Kuh ist auch hier drin. Kann man ja gemeinsam hier... Komm schon. Nein, nicht auf mich schießen. Ich versuche jetzt anders hier wieder raufzukommen. Irgendwo hier vielleicht. Nein! So, okay. Weg hier, weg. Der Sieg ist so gut wie sicher. Kuckuck! So, dem habe ich gegeben. Aber das ist jetzt... Macht er auch hinter mir jetzt nicht mehr so viel Chaos, ne? Also jetzt, das ist halt unüberlegt vielleicht, aber zack, dass ich meinem Verfolger hier die Bahn freiräume sozusagen. Oh, komm schon. Ja, sauber hier durch und... Boah! Das ist hier Aimbot. Was soll denn das? So geht das nicht. Oh, die sind aber auch fies, die Dinger, ne? Die hauen so richtig auf die Vorhaut. So, guck mal, jetzt haben wir hier richtig gute Bahn und wird sauber abgebremst. Mein Plan war es, eine Runde später erst abzubremsen, aber trotzdem hat das funktioniert. Wir hintergehen diese fiese bronzene Kanone und rollen einfach irgendwo runter. Oh, ich bin auch... Oh. Ich sehe gerade, viel mehr darf es auch nicht mehr werden. Also ich darf keinen Schaden mehr nehmen, sonst ist hier der Spaß vorbei. Und hier ist alles voller... Oh. Hier ist alles voller Zeugs. Boah. Ja, das war's. Heißt das jetzt, dass ich vernichtet wurde? Oder... Ich muss komplett von vorne anfangen. Oh, shit. Komm. Wer weiß, vielleicht habe ich ja noch den Hauch einer Chance, wenn er lang genug irgendwo festgesteckt hat.
Vielleicht, hier habe ich jetzt die Bahn ja auch frei. Hier habe ich alles frei gemacht und... Jetzt hänge ich hier fest, oder? Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, auch das noch. Komm schon, roll das Stück rauf. Los. Lass mich nicht hängen. Wir machen den Kuhballon fertig. Gut gemacht. Das war zu weit. Ah nein, zu viele Fehler. Ich bin schon wieder Erster? Ist mein Gegner auch... Musste der auch von vorne anfangen? Monsieur Giraffe? Musste Monsieur Giraffe auch von vorne anfangen? Ja. Dann brauche ich mich hier nicht abhetzen. Dann kann ich jetzt hier entspannter arbeiten. Dann gehe ich jetzt hier ganz gechillt durch die Kurve. Brech hier durch die Wand durch. Bin ich denn eben hierher? Ach, da bin ich da rum. Nee, dann gehe ich jetzt mal hier den direkteren Weg. So, ja, Elefant. Oh, ja, Kanone. Und gemeiner Typ. Oh nein. Oh, sauber davon weggekommen. So, Gesicht penetriert. Oh, oh, ich bin, glaube ich, hier nicht mehr ganz alleine. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich gleich schon überholt. Jetzt die letzten Meter im Spurt. Kann ich nach hinten gucken? Wo kann ich nach hinten gucken? Ich weiß es nicht. Ich springe einfach runter. Ich habe es geschafft. Wer hätte das gedacht, dass ich das noch hole? Haha, sehr gut. Geiler Scheiß. So. Und jetzt, Freunde, jetzt nähern wir uns dem Finale. Es gibt nichts, was wir hier nicht geschafft haben, außer das Tal der Könige. In Ägypten. Moment. Da kommen wir jetzt schon mal zu Ägypten. Und hier, Freunde. Das Tal der Könige. Der Geist dieses Zeitalters hat eine physische Form angenommen. Ach nee, stimmt. Das ist... Lülülülü. Aha. Okay, da ist die Sphinx. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Spring dir ins Gesicht, blöde Sphinx. Wow. Jetzt noch mal ins Gesicht. Oh, oh. Oh, das tut mir leid. Oh, oh. Mir ist die Nase abgefallen. Michael Jackson hilft dir jetzt. Mega. Okay, so viel dazu. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Okay, nochmal los. Blöde Katze. Wenden, wenden, wenden. Frontal in die Fresse. Stabiles Katzenspielzeug, ja. Okay. Das war alles, echt? Okay.
Plus ein Einheitsslot. Aber da ist ein Monster, ein Tentakelmonster aufgetaucht. Muss man da einfach hinrollen? Wie läuft das hier? Palermo. Okay, da war ich definitiv noch nicht. Okay. Dann geht das hier los. Ach, ist das hübsch, nicht? Oh, keine Sonne mehr. Oh nein, er hat ihn zurückgeholt. Oh, jetzt muss Atlas wieder den Himmel tragen. Die Erde tragen. Das war Atlas, der den Himmel getragen hat. Das ist jemand anders. Hat er denn da ein Schnabeltier? Wie albern. Okay, sie machen zumindest fair, ne? Der Denker hat eine Idee. Okay. Okay, wir spielen mit Gott Kicker. Natürlich machen wir das. Und wir müssen, Nein, Moment! Warte mal, was ist denn das Tor des... Das sieht aus wie das Himmelstor. Dann muss ich da mal rein. Ja, das ist gut so. Okay. Alles klar. Cool! Wo bin ich? Oh, Mist! Nein! Oh, das war unfair! Ich wusste doch gar nicht, wie man das steuert. Gott jubelt auch sehr geil. Okay, dann geht's wieder los von meiner Seite. Komm schon. Nein, oh, ich hindere mich selbst quasi. Und jetzt hinter ihm her. Komm schon. Nein, komm. Hier reinschleichen. Ja, easy. Okay, aber die Zeit läuft. Ist eigentlich ein gutes Kickerspiel für den PC oder überhaupt? So World Famous Kicker. Ich hab. Boah, die Musik im Hintergrund mega episch. Nein! Ich kann's auch nicht aktiv nach hinten drehen. Ich kann nur nach vorne so rucken. Das ist super schwer. Wow, sie geht durch! Momentan führe ich, ne? Ich muss nur die Führung eigentlich halten jetzt. Er schafft es, den zu drehen. Wieso schafft er es, den zu drehen? Ich schaff das nicht. Oder kann ich irgendwie anders? Kann ich das... Nein! Oh, scheiße! Das ist doch Beschiss. Aha. In your face, sagt er. Oh, und episch rein. Haha, gar keine Chance hat er gehabt. So sieht's nämlich aus. Wo ist der Ball? Komm schon, Führung ausbauen. Nein! Boah, er spielt voll Pro. Habt ihr das gesehen? Er macht hier voll die Moves und so. Ich mache hier einfach nur ein bisschen Button-Smashing. In der Hoffnung, dass vielleicht die Zeit um ist. Nein! Und mal ein bisschen Schwung mitgeben hier. Jetzt geht er da raus.
Mist, immer in die Ecke da. Oh, in die andere Ecke. Komm, 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 komm. Das epische Kicker. Boah, Gott hat auch noch so Pfosten, die zurückschießen da. Gott spielt unfair. Gott spielt im God-Mode. Jetzt geht's durch, jetzt da, der geht rein. Oh, doch nicht. Nein! Oh nein, 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 nein. Ah, sein Ball wurde zerstört. Das heißt, kann ich jetzt in Führung gehen? Kann ich jetzt in Führung gehen? Ich kann jetzt in Führung gehen. Jetzt geht's los. Jetzt pass auf. Jetzt kann er mal aufhören, da mich hier die ganze Zeit zu schubsen. Ich versuche über die Bande mich ranzuschleichen und jetzt hier rum, 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 rum. Ah. Ja, doch, doch, rein, rein, rein. Jawoll. 4:2. 20 Sekunden zu spielen. Ich habe gewonnen, Bitches. Ha. Kicker nie gegen mich. Schon. Ich will aber auch noch auf die Weise eins schießen. Ich will ein echtes Kicker-Tor schießen. Komm. Komm schon. Ach, Kacke. Egal, gewonnen. Gewonnen. Ja, ich habe Gott abgezogen beim Kickern. Zeigt ihm gerade sein nicht vorhandenes Gehänge? Wo hat denn den Sekt her? Ja, meine Freunde. Das war Rock of Ages 2. Wir sind ganz gut pünktlich fertig geworden. Weil bald kommt Rock of Ages 3. Und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Ich bin super dankbar, dass ihr dabei wart und mit mir gemeinsam diesen Spaß vollzogen habt. Und das ist gruselige Pferd. Und hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Zusehen wie ich beim Spielen. Und den Typen auf dem Pilz kann ich mir aber nicht dran erinnern. Da die da schon. Und wir lassen einfach ein bisschen noch den Stein rollen. Ja, genießen noch ein bisschen den Abspann, die Erinnerungen, in die wir dann schwelgen. Ah, da das Aquädukt. Ach, schön. Das komische Gruselvieh. Okay. Ach, herrlich. Jetzt ist aber auch die Frage, muss er denn jetzt nicht mehr die Welt tragen? Das wird ja gar nicht so richtig geklärt gerade. Ja, er hat Gott halt beim Kickern besiegt. So. Aber wir lassen es mal ein bisschen laufen. Ich habe so dieses Gefühl, dass am Ende vielleicht noch was kommt. Also das würde einfach nicht zum Spiel passen, wenn da jetzt überhaupt nichts mehr kommt. So. Ach, das alte Griechenland, guck mal. Das Pantheon. Ach. Schön, schön, schön. Herrlich. Ja, das Haus der Baba Yaga. So. Ich bin auch sehr gespannt, ganz ehrlich. Was? Oh, da geht's los. Oh, World Cup. Ah, wie gemein. Hinterlistig von Gott. Ich hab's doch schon gesehen. Ja, ja, ja. Wurde er doch über den Leisten gezogen. Muss er doch die Welt wieder tragen. Nützt alles nix. So ist das halt. Okay. Damit war's das. Und ich sage danke fürs Zusehen. Und jetzt suche ich mir einen neuen Scheiß, den ich spielen kann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.